Ich hatte auch gerade irgendwie, manchmal habe ich echt weirde, ich hatte gerade auch so ein Erlebnis, also True Story jetzt, ich habe gerade einen Spaziergang gemacht und dann kam mir so ein Typ entgegen. Ich glaube mal, der war so ungefähr mein Alter, vielleicht 5 Jahre jünger oder so. Also so um die 22 oder so war der. Und der kam mir so entgegen und unsere Augen haben sich getroffen. Und wer mich kennt, weiß ja, ich bin ja ganz großer Verfechter der Regel, nicht starren. Was in Deutschland, wollen wir ehrlich sein, nicht so wirklich eine Regel ist, die sich komplett rumgesprochen hat, um es mal so zu sagen. Aus irgendeinem Grund starren die Leute in Deutschland irgendwie gerne oder glotzen oder starren, je nach Regel. Also einfach dieses einen so angucken, was ich halt hasse, wirklich, ich hasse das so krass mein ganzes Leben lang schon. Ich bin da sehr empfindlich für, kann man mich auch tatsächlich in diesem Fall überempfindlich nennen, wirklich lasse ich durchgehen, weil das ist auch nicht ganz normal wie ich, da treffen dann zwei Extreme aufeinander. Für mich ist das extrem, so zu starren, würde ich halt nie machen, finde ich total unhöflich und einfach geht nicht, mache ich halt deswegen auch nicht. Aber andererseits weiß ich schon auch, dass ich da ein bisschen empfindlich bin, dass da andere Leute halt das auch abtun und sagen, ja mein Gott, der guckt halt. Aber heute, genau, laufe ich halt da runter und dann hat er mich so fixiert mit seinen Augen und das Ding ist ja, wenn so eine Situation passiert, ist jetzt wird es nämlich wissenschaftlich, jetzt wird es kurz kompliziert, bleibt mal dran bei mir, bleibt mal dran Leute, bleibt mal jetzt bitte dran, ja, seid ihr da? Bleibt jetzt kurz dran, ich merke, ihr seid schon wieder am, ihr macht schon wieder Pornos im Hintergrund an, seid irgendwie was am Skribbeln, jetzt mal ganz kurz hier mal kurz einloggen, ja? Denn jetzt wird es mathematisch. Wenn ich ja dagegen bin, dass Leute mich starren, irgendwie muss ich das ja bemerken. Das heißt, in einem Moment, der länger ist als ein flüchtiger Blick, weil sonst würde ich ja nicht merken, dass der Mensch starrt, weil wenn ich nur kurz gucken würde, dann kann es ja genauso sein, dass dieser andere Mensch auch kurz guckt und hat sich das nur kurz getroffen. Das heißt, um zu verifizieren, dass jemand starrt, ihr ahnt es schon, muss ich tatsächlich auch kurz, aber ungewollt und mit halt, stopp, ich will nicht starren, starren. Und vorhin hatte ich so einen Moment, da kommt so einer und der guckt mich irgendwie an aus meiner Sicht wirklich, und wollen wir ehrlich sein, meine Sicht ist einfach die richtige Sicht bei sowas. Ich bin da einfach sehr gut im Analysieren von Situationen, weil ich kein Leben habe, außer sowas. Er hat gestarrt. Jetzt habe ich auch so kurz, und dann habe ich aber, was weiß ich, dann mache, ist wirklich so fast schon offensiv wieder weggucken, dass man einfach checkt, hey, dass ich sage, hey, nee, Pre, ich bin nicht. Ich bin kein Starrer, no. Dann hat er aber so aggressiv geguckt und mich so eingeloggt, dass ich dann auch einfach reingezogen worden bin in diesen Blick. Und dann, ich hatte so Kopfhörer auf und dann habe ich halt den hier gemacht, so beim, wir kamen uns so entgegen, ja. Und ich war ungefähr auf der Höhe, so, warte mal so. Habt ihr gerade gesehen, wie ich mein Gesicht rausgestreckt habe, weil ich dachte, das hat man ganz kurz gesehen. Schubbel mal zurück, ich war normal so, mein Körper. Und dann habe ich mich selber im Monitor gesehen, habe so gemacht. Und das hasse ich an mir, weil ich gedacht habe, ich sehe jetzt dick aus von der Seite. Nee, ich sehe aus, wie ich aussehe und das ist in Ordnung. So, also, er hier, ich. Mach mal so. Macht keinen Sinn. Nee, Anna, so. Wir laufen also so. Ich an dieser Stelle jetzt. Wir sind jetzt full on starr gerade hier. Hier, wir sind jetzt, das ist full on starr. Mach Folgendes. Zieh mal den Kopfhörer ab. Zieh mal den Kopfhörer ab. Oh Mann, ich muss dafür ins Vollbild gehen. Zieh mal den Kopfhörer ab und mach. Ich hab den Kopfhörer. Ihr seid jetzt der Typ, ja? So, das habe ich gemacht. Jetzt bitte mich nicht fragen, warum. Ich weiß es selber nicht. Aber in dem Moment habe ich mich im Recht gefühlt, weil er hat halt wirklich aggressiv gestarrt. Ich dachte mir wirklich so, jetzt ist ein Punkt angekommen. Er hat so lange gestarrt. Da denke ich dann wirklich, ich will jetzt keine, es war nicht so eine Come at me, Bro, ich will jetzt eine Schlägerei anfangen. Sondern ich will wirklich in dem Moment, einfach dachte ich mir, das ist too much. Was willst du denn? Warum guckst du mich so an? Und ich weiß, bevor jetzt irgendwelche Kommentare kommen und die Leute ausrasten, I know, das hätte ich mir sparen können und müssen. Und das Letzte, was ich jetzt hören will, das kriege ich nämlich auch öfter gesagt bei sowas. Mann, Donny, du musst einfach mal aufhören, auf andere Leute zu achten. Mach doch einfach dein Ding. Ja, dann verstehst du mich nicht. Dann haben wir eine andere psychologische Grundlage. Ich bin da anders. Ich bin hypersensibel. Ich sehe die Welt ein bisschen anders. Anyway, ich mache also das. Und will halt so, weil ich wirklich dachte, so, der war auch wirklich aggro, das müssen wir glauben, der hat wirklich so eine Aggro-Art gehabt. So.
Und dann merke ich so, okay, scheiße, jetzt reagiert der aber auf Dings. Und jetzt bin ich natürlich wieder mal in so einer Situation, in der ich nie sein will. Also so dieses Full-on 180 km/h in der 50er-Zone in eine Einbahnstraße rein. Weil jetzt merke ich natürlich auch, jetzt war ich auch ein bisschen überreagiert. Ich muss ja eigentlich, kann ich mir das ersparen und zweitens, mein Gott, muss ich da auch mal drüber stehen. Ah ja, heute auch einen dünnhäutigen Tag, muss ich sagen, und kam vieles zusammen. Und dann wollte ich einfach wichsen. Ich wollte einfach wissen, was er will. Mach halt den da, ne? Und dann sagt er, was ist los mit dir, Dicker? Sagt er zu mir. Und da wusste ich schon, okay, ich bin im Recht, er ist wirklich aggressiv. Weil ich war viel cooler. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, nee, keine Ahnung, ich habe mich nur gefragt, warum du mich so anguckst. Wirklich mit so einer defensiven Art der Stimme, eigentlich wie ich es gerade gesagt habe. So, ich war schon so ein bisschen dann auch, ich sag mal, zurückhaltend, also deeskalierend. Also mit einer netten Stimme und mit ein bisschen so, ja, ich habe mich einfach gefragt, warum du mich so anguckst, also ob irgendwas ist oder so. Und dann sagt er, und deswegen die ganze Einleitung, jetzt wird alles Sinn machen, sagt er, ey, du guckst mich doch so an. Und in dem Moment wird mir klar. Er ist ich in dem Moment. Wir sind gleich. Der hat das Gleiche gedacht wahrscheinlich. Und es sagt mir, die Moral der Geschichte, ich bin nicht alleine damit. Und das war ein Donnyception. Und dann... Als ich aber auch dann so war mit dem relativ, ich sag mal so, deeskalierende Stimme, das kann man ja machen, ich habe das wirklich, ich kann es jetzt nicht nachmachen, aber ich habe schon so, ey, weil ich habe nicht ganz verstanden. Und dann sagt er, ja, du guckst mich doch so an, da habe ich gesagt zu ihm, nee, Mann, dann war das ein Ausversehen, ich dachte, du starrst mich an, so. Und dann war der aber, der war auf jeden Fall deutlich gestresster als ich und war auch alles schon am Umdrehen, wir sind so am Weglaufen, ne, wir sind nicht stehen geblieben, es war so eine Unterhaltung, so während wir so an uns vorbeigehen. Und dann sagt er halt so, ja, nee, keine Ahnung, Mann, ja, keine Ahnung. Und dann ist er weitergelaufen und hat seinen Hoodie so aufgezogen, ist so ganz schnell gelaufen. Und dann, aber das hat mich dann richtig belastet, weil halt ein schlechtes Gewissen, weil ich dann dachte, hey, hab ich dem jetzt Unrecht getan? Und sowas wühlt mich auch immer auf, solche Situationen so voll. Ich bin dann erstmal so ein bisschen, hat Adrenalin. Andererseits, ey, wenn mir sowas nicht die ganze Zeit passieren würde, ey, dann hätte ich auch einfach nichts zu erzählen, muss man auch mal ganz klar sagen. In dem Sinne...